Seid gegrüßt. So, ich habe, wie ich sagte, die... Ich hoffe, das bringt was. Segen auf uns gewirkt. Wir werden jetzt den letzten Parasiten vernichten. Ihr werdet mich nicht hier fest. Ja, wir haben auch noch einen Dewa an unserer Seite. So, weg sind sie. Weg ist der Parasit. Wir müssen zu Jeanette. Kommt ihr oder gehen wir da alleine hin? Wir gehen da alleine hin. Was? Wer wagt es? Ich wage es. Eure Pläne sind zerstört, Irenicus. Ihr werdet hier sterben. Ihr hättet wissen müssen, dass ich euch nicht entkommen lassen würde. Bei allem, was rechtschaffen ist. Ich bin hier, um euch zu vernichten. Wir zerstörten deine Pläne und du wirst hier sterben. Ihr... Mehr als ihr bringst du nicht raus? Ihr lebt noch. Ich habe nur noch einen Bruchteil eurer Seele. Und trotzdem... Achso, ihr habt nur noch einen Bruchteil eurer Seele. Und trotzdem bekämpft ihr mich immer noch. Die Macht des Baumes ist von mir gegangen. Euer kleiner Plan war erfolgreich, ihr Insekt. Doch das endet jetzt. Ja. Es wird mir eine große Genugtuung verschaffen, ein so lästiges Objekt wie ihr seid auszulöschen. Und dann werde ich meine Verbindung mit dem Baum wiederherstellen. Ich werde eine Möglichkeit finden. Ich habe die Macht dazu. Nein, Jonleth. Das werdet ihr nicht tun. Wer? Elysium? Ja, ich bin es, eure Königin. Schon zweimal wolltet ihr dieses Sakrileg begehen und hättet uns damit beinahe alle umgebracht. Ihr werdet das nicht noch einmal tun, Jonleth. Nennt mich nicht so! Ich habe jedes Recht auf diesen Namen verloren, als ich durch die Seldarin alles Elfischen bar wurde, wie ihr sehr wohl wisst. Und wie soll ich euch stattdessen anreden? Irenicus? Gebrochener? Zerschmetterter? Ja, es war eine furchtbare Strafe. Aber ihr habt alles, was uns lieb ist, verletzt. Ihr hättet uns fast alle vernichtet. Und wofür? Macht? Ist das alles, wofür ihr noch lebt, John? Das ist alles, was ich jetzt habe, Elysium. Es gibt nur noch meine Rache. Rache für das, was ihr und die Seldarin mir angetan habt. Und eure Rache hat euer Herz vergiftet. Der Baum hat euch vor langer Zeit einmal berührt. Erinnert ihr euch gar nicht mehr daran? Gibt es nichts mehr in eurem Herzen, das euch an die Liebe erinnert? Gibt es nichts mehr in euch, das sich an unsere Liebe erinnert? An das, was wir einst teilten, bevor euch diese Besessenheit heimsuchte? Ich erinnere mich nicht mehr eurer Liebe, Elysium. Ich habe es versucht. Ich habe versucht, sie wieder zu erwecken, sie in meiner Erinnerung wieder leuchten zu lassen. Doch sie ist fort. Leer und tot. Jahrelang habe ich mich an die Erinnerung geklammert. Dann an die Erinnerung von der Erinnerung. Und dann nichts. Die Seldarin haben mir auch das genommen. Ich sehe euch an und spüre nichts. Ich erinnere mich nur noch daran, dass ihr mir wie alle anderen den Rücken zugekehrt habt. Einst war mein Hunger nach Macht alles. Doch jetzt dürstet es mich nur noch nach Rache. Und ich werde Rache nehmen! Dann bedauere ich euch. Ich wünschte, ihr hättet eure gestohlenen sterblichen Jahre darauf verwendet, euch die Rückkehr an diesen heiligen Ort zu verdienen. Ich hätte euch nochmals genauso lieben können, wie ich den Mann liebte, der ihr einst wart. Aber ich erkenne nichts mehr von ihm wieder. Ihr seid Irenicus. Und alles, was euch jetzt erwartet, ist der Tod. Wir werden sehen, meine einstige Liebe. Wir werden sehen. Ja. Und damit geht es los. Im Vergleich zu meiner Macht seid ihr nichts mehr als eine Mücke. So geht sie.
um Elhan und die anderen aufzurütteln, während ich noch schwach bin. So sei es. Ich werde sie allesamt zerschmettern, wenn es sein muss. Ich werde eure Macht noch bekommen, Schildkröte. Eure Seele strömt noch immer durch mich. Kommt und nehmt euren Versuch, sie zurückzuerlangen, wenn ihr wollt. Ich habe genug Macht, um mit euch fertig zu werden. Ihr steht nicht nur gegen Schildkröte, sondern auch gegen seine Freunde. Dummer Zwerg, meint ihr wirklich, dass mich das im Entferntesten interessieren würde? Ob ein Tod oder zwei oder sechs, letztendlich macht es keinen Unterschied. Eure Seele ist geborgt und sie soll zurückgegeben werden. Ihr werdet wie ein finsterer Fluch, der auf der Natur liegt. Ihr seid wie ein finsterer Fluch, der auf der Natur liegt, und ihr werdet zerstört werden. Für Dynahele und alle gefallenen Kameraden, für alles, was recht und gut ist, für all diese Dinge, werden heute Bor und Minsk über euch kommen, und wir werden den Sieg erringen, böser Mann. Wir werden uns eine Seele zurückholen, Irenikus. Selbst wenn wir sie aus eurer Brust reißen müssen. Ihr werdet zur Hölle fahren, wo ihr hingehört. Dürfen wir jetzt, ja? Hier geht mal auf ihn. Er hat natürlich sein Schild. Das heißt, die Dienerin der wir fangen mal gleich groß an. Mal gucken, wie viele Leute gleich hier ihr Garten sind und einfach weg. Es wird interessant. Kein Schatz. So. Zeig mir, wohin! Hier, du machst mal den hier. Für die Gefallenen! Bozurk! Kein Bozurk! Kein Schaden! Ja? Hat er mehr Schilde, oder wie? Zaubern wir weiterhin. Wir gehen weiter noch ein Stück zurück. Bozurk! Kein Schaden! Wir haben außerdem noch wahren Blick, den können wir vielleicht mal verwenden. Ja? Vielleicht bringt der ja irgendwas. Bozurk! Kein Bozurk! Ach, er macht einen Zeitstab. Und zaubert Eisstürme. Wotter macht tot. Zauberschlag. Ja, er ist. Spricht Zauber Zeitstab. Im Zeitstab. Spricht Zauber Irrgarten auf dem Brian. Das wird so toll. Gleich ist erstmal die halbe Gruppe weg. Spricht Zauber Irrgarten auf der Hera. Absolute Immunität. Geschützt durch absolute Immunität. Ja. Sagt mir, was zu tun ist. Einer muss auf jeden Fall die Irrgarten. Hier, geh mal einen Schritt zurück. Gar nicht. Ich warte. Er ist auf jeden Fall verletzt. Genau, Mensch. Hier, du machst jetzt nochmal den hier. Und, ja. Das war nicht so viel da. Du bannst nochmal Magie. Da. Ja, Imoen ist ein bisschen gestorben. Kein Minsk und Bo. Allzeit bereit. Wir gehen auch nochmal Schritt zurück. Warum, wie lange regnet denn hier der Dreck? Gebt mir ein größeres Schwert. Wir können vielleicht auch nochmal. Sag mir, was du willst. Klingt das wenig. Ein falsches Zauber-Gedings. Was denn? Ja, genau. Ich kenne dein Problem. Wir könnten auch verbesserter Schutzmantel oder sowas wie absolute Immunität benutzen, aber es bringt gerade nicht mehr viel. Wann können wir gerade noch wenig, zumindest über ihn? Vielleicht kann sie noch. Ich kann auf jeden Fall über Schriftrollen noch bannen, das weiß ich, aber das möchte ich eigentlich nicht, weil das länger dauert. Das ist wesentlich aufregender als naja, versuchen wir es. Obwohl, wir können erstmal noch brechen. Vielleicht bringt das ja was. Vielleicht hat er ja irgendwas an, was davon durchschlagen werden kann. Ich glaube zwar eher mal nicht, aber. Ja. Zauberst du jetzt nochmal, Eri, oder stehst du da einfach nur und. Ach man, Eri, jetzt mach doch was. Du darfst doch noch zaubern, oder? Ja, nix ist. Also zauber los. Achso, er ist unauffindbar. Unsichtbares Geschöpf, ja. Ich bin dabei. Hier, warte mal, wir machen dann den hier nochmal. Versuchen damit, ihn sichtbar zu machen.
Ja. Minsk hat ihn anscheinend gerade die Seele rausgerissen. So, er ist jetzt sichtbar. Dann, bewaffnet, machst du nochmal den hier. Geschärft, bereit, ziehst du die Schlacht hoch. Lauf, den Tode nach. Ja. Er, man hat ihn nicht verstanden wegen seinen Zaubergeräuschen, also. Ihr habt mich getötet. Das ist nicht. Das ist nicht. Ja. Ja? Irenicus bricht zusammen und seine Worte ersterben auf seinen Lippen. Und. Irenicus bricht zusammen. Seine Worte ersterben auf seinen Lippen. Und eine eigentümliche Stille breitet sich aus. Ihr beginnt euch zu fragen, ob ihr tatsächlich endgültig gesiegt habt und ob nun wirklich alles vorbei ist. Ein bitteres Ende für einen fürchterlichen Mann. Ich denke, wir haben uns gut geschlagen, aber ich bin nicht sicher, ob alles wiederhergestellt wurde, was es früher war. Schildkröte, fühlt ihr euch irgendwie anders? Wenn das der Sieg ist, dann brennt eine Frage in eurem Hinterkopf. Was war es, dass er euch einst stahl? Welchen Teil eurer Seele? Ich dürfte dich bitte, Imran wiederbeleben und ihre Ausrüstung einzusammeln. Ihr fühlt ein kleines Zerren in eurem Inneren. Ein Ziehen, das aus der Erscheinung zu kommen scheint. Die Irenicus entstiegen ist. Kaum spürbar zunächst. Doch bald wird es immer stärker. Innerhalb weniger Sekunden könnt ihr nicht mehr atmen. Unerbitterlich zieht es euch an die Stelle, wo Irenicus fiel. Ihr seid noch immer mit eurer gestohlenen Seele verbunden. Doch sie befindet sich nicht mehr unter den Lebenden. Im Tod freigelassen, kehrt eure Seele nicht mehr zu euch zurück. Sie verlässt die Welt der Sterblichen und ihr werdet von ihr mitgezogen. Was? Ich dachte, das ist jetzt zu Ende. Ah ja. Gut habt ihr das gemacht. Ich hoffe, wenigstens haben alle ihre Ausrüstung an. Wenn ich schon sterben muss. Ned? Ich warte. Die Schmerzen lassen nach und ihr öffnet die Augen und seht entsetzliche Dinge. Weit jenseits aller Vorstellungskraft. Ein Anschlag auf eure Sinne. Eine Ansammlung albtraumhafter Sinneseindrücke. So viel ist sicher, muss die Hölle sein. Langsam dämmert euch, dass ihr doch nicht allein seid. Dass andere im Kampf gegen Irenicus offenbar verwundet wurden. Dass deren Seelen ein ähnliches Schicksal widerfahren ist wie dem euren. Ihr bezweifelt, dass die anderen besonders erfreut sind über die Lage, wenn nicht einmal ihr wisst, warum ihr überhaupt hier seid. Bei Moradins Hammer. Wenn man mit euch reist, bleibt einem wirklich nichts erspart. Schildkröte, wo sind wir? Ist das die Hölle? Ach, eigentlich auch egal. Such dir einen verdammten Weg hier raus. Brotzack! Ich fühle mich so eigenartig. Es hat sich angefühlt, als würde ich auseinanderfallen. Als würde mein Innerstes... Ich weiß auch nicht. Und dann war da dieses Ziehen... Diese Kraft. Und ich wusste, dass ihr das wart. Ich musste mit euch kommen. Ich wusste es einfach. Ja, du lagst ja auch aufgeschlitzt auf dem Schlachtfeld. Wir sind tot, nicht wahr? Wenn ich ein Kind des Baal bin, sollte ich dann nicht weg sein? So wie Sarevok. Irenicus hat gesagt, dass ich anders bin, aber ich weiß nicht. Aber ich weiß, dass ich euch folgen werde, wohin es auch geht. Aber...
Aber warum bin ich nicht Bodhi dahin gefolgt, wohin auch immer sie gegangen sein mag, als sie starb? Es sei denn, sie war ein Vampir ohne eigene Seele. Sie ist einfach gestorben und dann war nur noch meine Seele übrig? Oder vielleicht hatte es etwas mit eurem Tod am Baum des Lebens zu tun? Ich weiß es nicht. Dieser Ort ist schrecklich. Ich hatte das Gefühl, als zerrte etwas an mir, als ich starb. Und ich weiß, dass ihr es wart. Ich musste zu euch kommen. Ihr braucht meine Hilfe. Oh, welch glorreicher Tod im Kampf für Minsk und Bo. Wir waren schon auf dem Weg zu den weiten Ebenen und Hallen Raschemens. Aber wir spürten, dass ihr uns braucht und deshalb kamen wir. Ja, sehr freundlich. Ist es noch nicht vorbei? Das ist der Tod. Und dennoch haben mich eure seltsamen Kräfte hierher mitgerissen. Nun gut, so sei es. Wir kämpfen gemeinsam bis zum bitteren Ende. Schön. Ich würde auch gerne wissen, wo wir sind. Ja, gute Idee, das mir zu übertragen. Okay, schön. Das ist bestimmt dein Kram, oder? Ah gut, er kam mit. Das finde ich schön. So, kleiden wir dich wieder an. In deine schmucke Drachenlederrüstung oder Drachenschuppenrüstung. Drachenschuppenlederrüstung. So. Mit Schuppen und Drachen. So, ach, los, Mann, das dauert immer auf. So elend lange. Ach nee, und du hast noch so viel Kram im Inventar, oder wie soll ich das sehen? Hier, nimm mal den hier. Und den hier. Packen wir die da noch hin und den und dann geht das auch schon. So, auf geht's. Weiter kann die Reise gehen. Ja, was sollen wir machen? Wir sind in der Hölle, wie es scheint. Tieflinge mit Hörnern. Sag mir, was zu tun ist. Was haben wir hier? Hier haben wir irgendwie Dinger und Gesichter. Komm, der Rede wert. Ticken wir vielleicht mal die Tür an. Okay, vielleicht hätten wir die Tür nicht anklicken sollen. Da steht da... 5 Augen umgeben dieses höllische Tor. Es scheint so, als wäre sie Teil des Gesteins. Die Augen verfolgen eure Bewegung mit ihren Blicken und eine deutlich spürbare Aura des Bösen geht von ihnen aus. Sie bewachen offensichtlich diese Tür. Und wenn ihr hier passieren wollt, müsst ihr irgendeine Möglichkeit finden, um ihre Wachsamkeit zu überwinden. Der Priestertaube des dritten Grades, nein. So, ja, was sollen wir hier machen? Hier gibt's Treppen. Treppen. Mehr Treppen. Und Treppen, die rausführen. Gibt's viele Treppen? Gibt's noch Sachen zum Anklicken? Das wird schwer, das ist der Teil, an den ich mich überhaupt nicht mehr erinnern kann. Ich dachte, es wäre eigentlich jetzt zu Ende. Dann halt nicht. Wäre ja auch zu einfach gewesen. Hier sind auch noch Dinger mit Hörnern. Schauen wir uns doch erstmal um. Steht hier vielleicht irgendwas? Ah, Treppe abwärts, Treppe abwärts. Die Abyss-Türe. Oder Abyss, wie jeder möchte. Ich glaube, meine Erinnerung kommt wieder. Wir müssen, glaube ich, 5 Prüfungen bestehen und dann kriegen wir immer so ein Äuglein oder irgendwas für die Augen, um die zu blenden oder sowas in der Art. Um die Tür dann zu öffnen, genau. Egal, gehen wir mal nach unten, schauen wir mal, ob wir da irgendwas reißen können. So, Minsk, komm hinterher. Ja, wir wissen eigentlich genauso wenig, wo wir sind wie die anderen. Ah, also seid ihr endlich doch gekommen, Kind von Bar. Wollt ihr vielleicht euer Erbe einfordern? Und das in Stücken, Zisse. Wie schrecklich muss es sein, in einem solchen Zustand zu sterben. Mein Erbe beanspruchen? Wovon sprecht ihr? Ich bin nicht tot. Irenikus ist tot. Und irgendwie bin ich ihm hergefolgt. Was meint ihr mit in Stücken? Was für ein Rätsel ist das? Sprecht weiterhin in einem solchen Ton zu mir, Scheusern, und ihr werdet sterben. Nein, wovon sprichst du, wenn du sagst, mein Erbe beanspruchen? Euer Erbekind. Dies ist Baals Reich. Ihr seid noch nicht verblichen. Um mit der frühe... Euer Erbekind. Dies ist Baals Reich.
Ihr seid doch nicht verblichen, um mit der früheren Essenz des Fürsten des Mordes eins zu werden, oder? Nein, euer Blut regiert hier. Regiert? Von was sprecht ihr? Ihr besitzt hier Macht, oder besser gesagt, der Teil in euch, der Baal gehört, hat Macht. Und dieser Teil von euch gehört nun euch beiden. Euch und dem anderen, dem Zauberer, nicht wahr? Er strahlt einen großen Teil eurer göttlichen Seele. Er stahl einen großen Teil eurer göttlichen Seele. Aber nicht alles, und so seid ihr aneinander gebunden. Keiner von euch ist wirklich tot, aber auch nicht wirklich am Leben. Ah, wirklich sehr interessant. Also, wie kann ich das beenden, Scheusal? Werdet ihr es mir verraten? Aber das wisst ihr schon. Ihr müsst eure Seele suchen, indem ihr die Tränen des Baal sammelt. Nur dann wird sich der Weg für euch öffnen. Die Tränen des Baal? Der Tod lässt viele Tränen fließen, Kind. Und Baal sammelte viele, als er noch lebte. Die Tränen werden die Augen öffnen und euch den Weg zu eurer Seele zeigen. Es ist gut, dass ihr zu mir gekommen seid, Kind von Baal. Nur ihr habt die Macht, um die schreckliche Kreatur zu besiegen, die hier eine der Tränen eures Vaters bewacht. Ich habe von euren Fähigkeiten gehört, Kind. Wahrhaft beeindruckend für einen Sterblichen. Mächtige Kreaturen, die wie nichts beiseite geworfen wurden. Wesen, bei deren Anblick andere Sterbliche vor Angst im Boden versunken wären, habt ihr tapfer bekämpft. Ja, wir haben vermutlich die ganze Schwertgröße von sämtlichen Drachen befreit, die wir finden konnten. Ihr seid ein Wunder der Zerstörungskraft, Kind des Baal. Nun denn, geht und vernichtet die Kreatur, die in der Höhle lauert. Zertretet sie mit euren Stiefeln und beansprucht einen weiteren Sieg für euch. Wobei der weiße Drache müsste ja noch leben. Nun gut, ich werde beseitigen, was auch immer dort drin auf mich lauern mag. Wenn diese Kreatur die Träne bald bewacht, habe ich wohl keine andere Wahl. Von was für einer Kreatur sprecht ihr da? Es ist eine mächtige Kreatur, Kind von Baal. Eine, die nur ihr vernichten könnt. Ich vertraue euren Fähigkeiten, eine solche Kreatur besiegen zu können und dadurch eure Träne zu gewinnen. Nun gut, dann wird mir dieses Wesen nicht länger im Wege stehen. Wenn es die Träne bewacht, werde ich es besiegen, wenn es mir möglich ist. Gut, sie ist mächtig, aber was für eine Kreatur ist das? Es ist eine Kreatur, die den Tod verdient, Kind von Baal. Ihr seid ein großartiger Kämpfer und ich dachte ganz einfach, ihr könntet das vollbringen, bei dem andere versagten. Warum verdient diese Kreatur den Tod? Weil sie existiert. Sie steht euch im Wege. Oh, mein Fürst des Mordens. Aber das ist doch kein Grund. Wollt ihr damit sagen, dass mir diese Kreatur die Träne nicht freiwillig geben wird? Ich töte Kreaturen nicht einfach so, bloß weil sie mir im Wege stehen. Ich verstehe, das reicht mir dann als Grund. Nein, wir töten Kreaturen nicht, weil sie einfach im Weg sind. Ihr wollt nicht? Dann überlegt bitte genau, auf welchen Ort ihr eure schreckliche Macht konzentriert. Denkt ihr bei jedem Schlag an den Grund? Ab und zu? Ich sehe, dass ihr trotz eurer großen Taten nicht stolz auf euch seid, Kind von Baal. So sei es denn. Bescheidenheit leistet all jenen gute Dienste, die mit ihr umgehen können. Ja. Ich das ist auch so ein Auge in der Wand. Ja. Ach, die Kammer kommt mir doch bekannt vor. Drache. Och, ne, ja, bleib mal leben hier, ne? Wir gehen mal dahin und nehmen uns das einfach. Was haben wir denn hier? Zwei Tränke. Mehr nicht? Dann reden wir nochmal mit dir, Drache, was? Ihr habt euren Stolz überwunden, Schildkröte. Die Träne Baals ist teuer. Geht in Frieden. Ach, er vernichtet sich selber. Ist auch in Ordnung. Und das ohne einen Handschlag. Perfekt. So, wir haben jetzt hier eine Träne. Träne Baals. Ein tränenförmiger Edelstein, der eine dunkle, auf seltsame Art und Weise beruhigende Farbe hat. Die Träne ist
einer der Schlüssel, der notwendig ist, um das Tor des Hüters zu öffnen. Ja? Sagt mir, was zu tun. Ich bin bereit. Boah, wenn ich mich richtig erinnere, gab es hier noch ältere Augentyrannen. Oder sogar schlimmer, Stockmuttis. Ich hoffe ja nicht. Ich hoffe, meine Erinnerung täuscht mich da. Und das war erstmal. Was soll ich tun? Ein Thron von Baal. So, ja. Einen Raum können wir ja wohl noch machen, oder? So, damit haben wir wenigstens schon mal eine Träne. Weiter geht's. Speichern wir lieber nochmal. Minsk, kommst du auch noch hinterher? Ja, hier. Er läuft. Er rennt. Zeigt mir wohin und ich. Ach, und wir sind ausgeruht. Das ist ja auch schön. Und wir haben noch einen Heldenmal von Eri im Magen. Das ist ja auch nicht zu verachten. Und wir haben vergessen, um den Druidenhain zu kämpfen. Ja, das weiß ich ja schon. Eine Träne von Baal liegt hier ganz in der Nähe, Kind von Baal. In einem der beiden Räume, die vor euch liegen. Gesprochen von Furcht. Schon oft gab es in eurem Leben Augenblicke, in denen ihr eure Furcht hinunterschlucken musstet. Ist es nicht so? Ihr habt Ängste bekämpft, die ein geringeres Herz überwältigt hätten. Und habt stattdessen Mut bewiesen. Durchquert einen dieser Räume und euer angeblicher Mut soll auf die Probe gestellt werden, Kind von Baal. Ich werde euch etwas anbieten, das euch die Sache sehr erleichtert, Kind. Ihr wisst, wie viele andere Mächtige auch, dass magische Gegenstände Dinge vollbringen können, die dem normalen Menschen verschlossen bleiben. Zum Beispiel diesen Umhang. Zusammengenäht aus den Häuten ausgepeitschter lieblicher Nymphen. Tragt ihn und werdet von seiner mächtigen Magie beruhigt. Nie wieder wird euch Panik überkommen. Mit diesem Mantel könntet ihr leicht die Träne von Baal erringen, ohne euch Sorgen um euren Mut machen zu müssen. Ich verbeuge mich vor der Macht eurer heiligen Seele und biete euch diesen Umhang an, Kind. Ach, ich mag keine Nymphenumhänge. Ja, wir wollen ihn aber eigentlich nicht. Ein Umhang, der aus der Haut von Nymphen besteht? Das kann das Böse... Ich kann das Böse darin bis hier spüren. Ich will damit nichts zu tun haben. Trotz seiner Macht. Ich brauche keinen Umhang, der mir Mut macht, Dämon. Behaltet ihn und verschwindet. Nehmen wir das erste, oder? Ich bin nicht sicher. Lasst mich die Räume selbst erkunden. Dann werde ich entscheiden, ob ich ihn brauche. Ein magischer Umhang. Den nehme ich natürlich. Nein, wir wollen den nicht. Ja, den wollen wir nicht. Dann wollt ihr euch also auf eure eigene Macht und euren Mut verlassen. So geschehe es, Kind von Baal. Ja, wollen wir. Irenikus in der Hölle. Tagebucheintrag. Ach, wir sind in der Hölle. Mit Irenikus. Ich sehe den aber nirgends. Okay, wir haben ja auch noch nicht alles erkundet. Ich hoffe, das bringt was. Ältere Betrachter, Gauf, ich bin nach unten, geht weg, ich hasse euch doch so sehr. Ja. Hier, Dingens hat schon Angst. Ach, der ältere stinkende Betrachter hier wieder. Oh, ein mistiges, dreckiges Viech. Ach, wir haben doch nicht alle Zauber wieder. Nur Minsk ist ausgeruht. Ja, so will das natürlich gar nichts. Ach ja, wir dürfen natürlich auch mal wieder nicht mehr zaubern. Sag dir schon mal, wie sehr ich Betrachter mag. Was gibt es? Doch, wir müssen eigentlich mehr einen Zauber haben. Hier, geht mal da in die Richtung. Betrachter, diese elenden, mistigen Drecksvieh. Hier, dann töten wir erst noch mal die Gauss. Dann müssen wir uns mal um den Oberbetrachter da irgendwie kümmern. Wir dürfen auf jeden Fall noch zaubern. Ja, wir haben natürlich... Ach, wir haben doch... machst du noch oder nicht? Oder morgen? Oder wann anders? Ach ja, Hera ist eh schon tot. Nee. Dann machen wir den Kampf nächstes Mal. Oder? Wir haben hier einen Quicksave. Genau, wir haben Quicksave gemacht. Älterer Betrachter. Mistiges Drecksviech. So könnte man sie auch nennen. Es beschreibt genau, was sie in meinen Augen sind. Ja? Mistige, lästige Drecksviecher, die viel zu stark sind. Da ist doch alles. Warum beschwere ich mich, dass die Zauber nicht da sind? Habe wieder im falschen Charakter nachgeguckt. Aber das soll es dann gewesen sein. Nächstes Mal sammeln wir weiter. Schöne Tränen des Baal. Also, bis dahin. Auf Wiedersehen.